Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. In der letzten Folge haben wir ein kleines Kind mitgenommen, auf unserem Rücken getragen, hierher getragen und ja, das Spiel hat mich jetzt leider hier rausgelassen. Das heißt, ich muss nochmal ganz kurz hier schauen, dass ich irgendwas aufsammeln kann. Also fernab von dem Notizbuch, welches hier anscheinend nicht mehr da ist. Na gut, hier gab es ja auch dieses Mal keine Moon, die ich einsammeln konnte. Ne? Nur lediglich hätte ich mir eine geben lassen können, was ich nicht getan habe, weil ich, wie gesagt, nicht in der Schuld anderer stehen möchte. Das Ganze haben wir dann mit etwas Aktuellem nochmal untermauert. An dieser Stelle möchte ich nochmal ausdrücklich sagen, verallgegenwärtigen, dass ich wirklich nichts Dümmeres bis jetzt in meinem Leben sehen dürfte. Fernab von Corona natürlich, was ja alles toppt, aber jetzt mal in Anführungsstrichen im privaten Bereich. Ich meine, wie kann man sich denn hinsetzen, vor allem im Jahr 2020, ja? Wie kann man sich denn hinsetzen und sich sagen, hey, Mensch, was mache ich heute, Leute? Ah, ich weiß es. Ich nehme den Ravon mal auf die Schippe, ja? Aber wie man das auch macht. Früher hat man sich einfach hinter der Tür versteckt und hat Buh gemacht. Und heute nimmt man sich einfach die Zeit, nimmt man sich mehrere Stunden und erstellt einfach eine Fake-Identität von der jeweiligen Person, die man verarschen will. Unfassbar, Leute, ja. Und mich, wie gesagt, mich fuckt es am meisten nicht die Tat an sich ab, sondern diese Gedanken, die man anscheinend hatte. Ich bekomme es nicht in meinen Kopf hinein, dass sich jemand hingesetzt hat und der Meinung war, dass das eine gute Idee war. Ja. Verstehe ich nicht, ja. Aber ferner von dem, ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich euch in der letzten Folge zu viel damit vollgelabert hatte, ne? Aber ich habe dann gesehen, dass ich euch nur 5 Minuten geklaut habe von der 20-Minuten-Folge. Alles, was über die 20 Minuten geht, war dann einfach extra Content. Von daher, ja, ich habe ja auch in der einen oder anderen Folge mal ein bisschen überzogen. Von daher passt das, würde ich mal sagen. Na, alles gut, alles schickimicki. Von daher werden wir jetzt mal schauen. Bolzen? Erfordert bla 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 bla. Ja, aber gut, da habe ich ja keine... Ich habe ja keinen Bogen oder so, ne? Das Thema hatten wir ja schon mit den 5 Munitionsarten und nur 3 Gewehren. Ja, nee, ich schau erstmal. Wurfmesser, Haftgranate, Handgranate, Brandgranate... naja, Medikits. Ich habe halt 3, ich weiß nicht, was gibt's denn da noch? Gibt's da noch was anderes? Ja. Beste Waffen von den Schmiedemeistern. Taumler, nein. Anpassen. Naja. Wir können ja mal reinschauen. Ich finde, die Waffen sind sehr, sehr gut. Also die möchte ich nicht unbedingt wieder hergeben. Es sei denn, es gibt dasselbe nochmal in besser, ne? Von daher, Moment, habe ich das jetzt gemacht? Nee, das sind nochmal andere Kategorien, genau. Nee, ich bin damit ganz zufrieden hier mit der Zweifachen. Wir hatten noch das Reflexvisier und die IR. Ein Stück Militärtechnik aus der Vorkriegszeit, dieses Nachtsicht halt, aber das fand ich jetzt auch nicht so geil. Ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Lauf. Haben wir... Können wir die Möglichkeit verwenden, den Schalter frei zu machen? Was haben wir hier denn drauf? Weiß das jemand? Nee. Irgendwas haben wir da aber auch schon drauf. Dieser anatomische Kolben gibt dem Schützen mehr Kontrolle über den Bastard. Was vor allem bei der... Achso, der... Ich glaube, die Waffe ist ja wirklich Bastard, ne? Achso, ich habe hier noch mehr. Laservisier. Nee, komm, Leute. Ich bin damit zufrieden. Was ist mit der Waffe hier? Oder hatten wir die eben? Warte mal. Was war denn nochmal meine Shotgun hier? Könnt ihr das erkennen? Das hier? Das ist meine Schnee? Ich kann die Waffen so von der Seite so schwer auseinanderhalten. Ah, schwierig. Ja, nee. Ich bin zufrieden. Und würde sagen, wir... Wenn, dann Munition, ja. Also hierfür dann 10, oder? Hier, komm, nimm mal 20 und dann
kaufe ich mir hier 2 Medikits, da habe ich immer noch Geld übrig. Ja gut, wir schauen mal, ob es wieder ein Minispiel gibt. Das letzte konnte ich ja nicht in Anspruch nehmen, aber glaube eher nicht. Ja, guck. Das sieht nicht so aus, als wenn ich hier noch mehr Geld investieren könnte. Von daher, Moment, war er das jetzt hier? Ja, hier. Genau so. Baller ich noch 2 rein. Alles klar. Auf geht's, auf geht's! Sie haben schon mal vorgelegt hier, schon mal das Tor bereit gemacht. Und dann geht's schätzungsweise wieder raus an die Oberfläche. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Ja, genauso wie du ja im Allgemeinen Hunter den Wunsch erfüllen wolltest. Ach, ist ja nicht gutmütig, unser lieber Artyom. Hab ich das auf? Ja, so. Alles klar. Ja, ich meine, so ein Außenposten kann ja auch nicht innen sein, ne? Sonst wäre es ja ein Innenposten. Okay, ja. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Der klingt wie Bourbon, ne? Aber das Problem hatten wir ja schon häufiger in diesem Spiel. Was ich ein bisschen schade finde, also dass selbst die Charaktere, die irgendwann mal wichtig waren, anscheinend Statistenstimmen bekommen haben. Stellt euch mal vor, ihr hättet einfach so einen Soldaten hier, der wie Son Goku klingt, ja? Das wäre doch auch komisch. Ich glaube, die haben mich leicht gesehen, oder? Weil dieses Klimper-Klimper schon wieder am Start. Wie ist denn das mit meiner Waffe hier? Die müsste doch eigentlich, die hier... Guck mal, das ist doch Nachtsicht, oder? Die müsste doch eigentlich leise sein, also... Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die Station still erobern. So, ja, ich bin jetzt natürlich absichtlich stehen geblieben, damit ihr das hören könnt. Ja, also könnte ich doch jetzt eigentlich das Licht... Ah, oder wo ist denn das jetzt hier? Ich bin mir nicht sicher. Da. Ja, das... Schalte mal ein Licht ab, ohne geblendet zu werden. Und warum kommt der jetzt zu mir? Kann mir das mal jemand erklären? Das finde ich jetzt ein bisschen unangenehm, tatsächlich. Mindestabstand und so. Oh ne, jetzt auch noch den Filter wechseln! Hoffentlich hört er das nicht. Geht er wieder? Okay, ja, weißt du, wenn du dich hier schon mal so platzierst, dann können wir das ja mal nutzen. So. Der Drummer hat mich anscheinend gehört und musste seinen Kommentar dazu abgeben. Aber fernab von dem, seht ihr, gerade sprachen wir von, da ist jetzt dieselbe Waffe. aber wirklich dieselbe, nicht verbessert oder so. Ja, kann ich denn jetzt, ich schieße jetzt einfach mal darauf, okay? So, tada! So. Also ich meine, ja, dass die da jetzt drauf reagieren ist, das ist die Sonne da, ne? Dieses, ich dachte, ich werde da anvisiert. Dass die da jetzt drauf reagieren, ist ja klar, aber die dürften mich, ja, nicht gesehen haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, komm, bring mich um, ganz ehrlich. Dieser Moment, wenn du willst, dass dich Leute umbringen. Was denn? Hä? Ja, Alter, die KI, ne? Gut. Bringe ich mich halt selber um. In gewisser Weise. Junge, Junge, Junge. Ja, ey, keine Sorge, ich werde das jetzt natürlich nicht nochmal komplett hören hier. Dann lass mal das jetzt hier von... Wobei, ich weiß nicht, ob ich das treffe, so. So. Ja. Alarm! Ja, die kam dann halt irgendwie von hinten, ne? Das heißt, ich sollte jetzt hier irgendwie schon in die Ecke gehen.
Das Problem ist jetzt natürlich, dass einer mehr da ist. Ich hatte ja vorhin einen gemessert. Aber gut, der eine sollte jetzt keinen Unterschied machen. Also die kommen jetzt irgendwie von links oder so. Irgendwas wird jetzt gleich von hinten kommen. Also muss ich warten. Schätzungsweise. Ich glaube, rechts ist was. Ja, ne, da drüben. Ah, ja, ich habe sie jetzt halt aufgescheucht. Wir wissen doch alle, wie das enden wird. Es wird in einem einzigen Geballer enden. Und wenn wir mal ehrlich sein sollen, wenn wir uns schon dessen bewusst sind, kann ich auch mal den Sound runterdrehen, so, damit das Geballer wieder die dementsprechende Lautstärke hat. Sie könnten halt auch mein Infrarotvisier sehen, ne? Das ist jetzt nicht so praktisch. Okay. Wie die kleinen Ameisen, ey. Völlig verwirrt, dass jemand ihren Haufen angezündet hat. Ja, lauft an mir vorbei. Lauft da. Oh, Alter, sind das viele, ne? Junge. Ich könnte da eine Granate reinwerfen, aber nee, das, Leute, das überlebe ich nicht. Wieso sind hier so viele, Alter? Der läuft mir ein bisschen zu zielsicher. Oh nee, okay. Ruhig bleiben. Die Frage ist, wie gesagt, inwiefern reagieren sie jetzt auf meine Schüsse? Also wenn ich jetzt hier meine leise Waffe verwende. Shit, der Filter. Die hauen halt auch nicht ab. Oh, wobei. Ich versuch das jetzt mal. Ja, es muss aber auch ein ordentlicher Schuss sein. Ich habe nicht so viel Muni. Ja, die hat aber einen Helm auf. Das ist nicht so geil. Hat hier irgendjemand keinen Helm? Ah, nee, die müssen ja alle. Das ist ja die Oberfläche. Ja, der leuchtet auf den. Das ist so offensichtlich. Hier. Alter. Ich hab so Schiss, ne? Ah! Ja, seht ihr? Ja, also. Oh, ich weiß ja ganz genau, von wo der Schuss kam. Könnt mich mal, ihr Wichser. Alles für nichts, Leute. Alles für nichts. Ich habe es getan. Für Königin nichts. Niert. Da oben, ne? Da, ja, ich seh's, ich seh's. Na, jetzt komm aber raus hier. Nicht Zeit schinden. Schön, schön, Heli. War jetzt kein Heli. Ja. Hä? Der Rest. Der Rest, der hat mich spontan vergessen. Das ist so wie wenn ich In-Game-Texte lese, ja? Gelesen und schon wieder vergessen. So haben sie mich ge... Oh, die guckt nach oben, die guckt nach oben! Ja, wo bin ich? Einen von uns hat erwischt! Ja... Oh, kommt der nächste? Kommt der nächste? Ja. Oh, von wo kommt der? Wie weit ist das? Sind die Faschisten? Der kommt schon. Ihr habt sie absichtlich so dumm dastehen lassen, so dumm programmiert, ne? Ey, danke dafür. Immer dieses Aria-Gebäsche. Dabei war es doch ein Österreicher. Wann checkt ihr das endlich? Ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt so funktioniert hier. Ja. Bringen wir den Ball ins Rollen. Den Ball? Was für ein Ball? Ich glaube, die haben was gesehen. Oh oh. Nicht hier. Oh. Okay, es ist zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Oh shit, oh nee, Alter. Ich dachte, ich könnte da rüberlaufen. Alter. Und dann ist da noch ein Shotgun-Spasti. Nee. Habe ich überhaupt noch Medikits? Ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, jetzt ist ja Spaß vorbei. Nee, wisst ihr, ich glaube, das Problem ist einfach,
dass die nicht weiterlaufen dürfen. Und deswegen alles, was da so einen gewissen Punkt überschreitet, zählt außer als außer Reichweite. Ja. Das ist halt echt eine dumme KI, um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Kann ich zoomen? Nee, oder? Ah, okay. It's a shotgun style in the shotgun world. And with the very nice shotgun, I shot you in the shot. Ja. Also Munition habe ich auch schon mal besser verwendet gesehen. Lul. Da kann ich ja wieder meine Lampe anmachen. Aber wobei, noch könnte mich das verraten. Also für die ein, zwei Leute da, die da potenziell irgendwo sein könnten. Filter. Mal gucken, was das hier ist. Granatenwerfer, oder? Ach nee, das ist so dieses Feierding, sie bumsi. Wenn das Ding ein Zielfernrohr hätte, ne? Passe. Sorry, Leute. Müsst ihr euch bei einem anderen Let's Player anschauen, wenn ihr die Waffe sehen wollt. Ich habe extra Muni für den Scheiß gekauft. Also wenn, dann würde ich das für dieses Schallgedämpfte da austauschen. Und da habe ich ja extra Muni für gekauft. So, bin ich jetzt hier richtig? Ja, oder? Die Musik ist noch nicht weg. Das heißt, irgendjemand chillt hier noch. Ach, hier geht's hoch. Ja. Ich immer mit meinem Messer, ey. Wer schießt da? Also das kam ja jetzt nicht von oben, oder? Sondern eher von unten. Aber wie kann der unten mich sehen, wenn der oben mich oben gesehen hat? Wo bin ich jetzt bescheuert? Erstmal machen wir das Licht aus, okay? Plötzlich ist keiner mehr da. Ha. Boah, meine Maske, ne? Lauterbach, bist du da? Kannst mir vielleicht eine geben? Nee? Schade, ich dachte, der wäre hier. Boah, das ist so doof. Ist ja gut, Filterline, ist ja gut. Die keine Ahnung, wer das da gerade war, wer auf mich geschossen hat. Voll komisch. Ja, jetzt schon wieder. Ist das. Was ist mit dem los? War das jetzt ein Passant oder so? Vielleicht ist der vor dem Vogel weggeflogen, weggelaufen. Ich werde vom Vogel verfolgt. Ich glaube, ich muss wegfliegen. Draußen, heute hat es auch so draußen geregnet, ne? Heute Vormittag. Ich habe ja wieder so die Zeitung verteilt und da habe ich auch so eine Vogelkette fliegen sehen und ich dachte mir, boah, die haben sie jetzt bestimmt schwer. Und ich dachte mir gleichzeitig noch, aber wenigstens haben sie keine Corona-Probleme. Die können einfach irgendwo hinfliegen, wo sie wollen und haben dann ihre Ruhe. Apropos Ruhe, die habt ihr jetzt schätzungsweise auch vor mir, denn ich muss jetzt die Folge beenden, ja. Ist halt leider so. Kann man nichts machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.